Eine junge Frau tötet aus Versehen ihren Mann und muss jetzt in einer Live-Fernsehshow um ihr Leben kämpfen, um zu beweisen, dass man ihr verzeihen soll und dass sie weiterleben darf. Wir sind Camille und Yannick und wir stehen heute das erste Mal vor dem Zoopalast, um uns das Jugendprogramm der Berlinale anzuschauen. Heute gehen wir in den Film Yalda, A Night for Forgiveness vom Regisseur Masoud Bakshi. Ich freue mich sehr auf den Film. Die Trailer sahen sehr vielversprechend aus. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber ich bin umso gespannter. Bis gleich. امیدوارم که به هر حال رضایت رو بگیم ایشالله. ایشالله چرا آقای آیت دیگه؟ حتما دیگه تو رو خدا مونده مون به شماست آقای آیت. 3 2 1 استودیو آنتن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. درست اون ساختمونی که میبینید منزل مردی وجود داره که مهمان سال گذشته توسط همسرش به قتل رسید. قتل عمد که نکردم آقا. حکمت قصاصه. مریم کمیجانی سالها با تنها دختر ناصر مونا زیا دوستی و ارتباط کاری داشت. فقط میگی زیا آقا بود. مونا برام خواهری کرد منم پشیمونم. همین. بزن بریم بیرون دیگه. شما عزیزان اگر خانم مریم کمیجانی رو مستحق بخشش میدونین عدد 1 رو به شماره 3301 و اگر نه عدد 2 رو به همین شماره پیامک بفرمایید. با ما همراه بشین. داره دروغ میگه. تو بودی؟ بذار حرفشو بزنه. اینو چی داره میگه؟ برای من مسئولیت داره. برای شبکه خوب نیست. قطعش کنید آقا. نمیبخشه. حق داره والا. وایسا من فقط میخوام اعدام بشه. هر چی خواستی گفتی بخش. انصافا خود جای اون خانم بودی میبخشیدی. Wie hat Ihnen der Film gefallen? Der war unglaublich beeindruckend. Ich meine, das sagt man wahrscheinlich bei jedem Film, der hier so läuft, aber war sehr mitreißend. Ich war nicht eine Sekunde woanders, sondern ich war eigentlich immer nur im Film. Ja, ging mir genauso und der war sehr vielschichtig. Also es war so eine offensichtliche Handlung natürlich, aber es waren noch ganz viele Untertöne dieser Probleme, die auch mitschwangen. Also ja, sehr, sehr cool. Wenn Sie in einer ähnlichen Situation wären, wären Sie Team Vergebung sozusagen oder Team Auge um Auge? Ich bin immer für Vergebung. Ich eigentlich auch, aber ich habe kurz geschwankt. Wenn es jetzt wirklich meine Tochter, meine Frau betreffen würde, der Mörder würde dort sitzen, habe ich kurz im Film überlegt, was ich sagen würde. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich bin prinzipiell auch für Vergebung. Danke, vielen Dank. Hallo Freunde und willkommen zurück. Ich stehe hier mit dem Regisseur Masoud Bakshi vom Film Yalda, La Nuit du Pardon. First of all, thank you for doing this interview. As an opening question, how does it feel being part of the 17th Berlinale and what are your personal experiences here? It's always good to be part of Berlinale because it's a fantastic festival. Now let's talk about your movie. Maybe you could just quickly tell us what the movie is about for the viewers who haven't watched the movies yet, which you definitely should, and what your intentions were during making this movie and your inspiration. Well, I made this film because I saw documentaries about these convicted women and I wanted to tell them their story in a fiction film. So I tried really to make it in a realistic way, and I think that's why it's impressive. Absolutely. What we really loved about the movie were indeed the characters, which were very nuanced and three-dimensional. What can you tell us about the process of crafting these characters? How involved were the actors, and how did that happen? Well, the casting process was quite long and difficult because I wanted to take people, the actors who are close to these roles actually, and what I said also in the Q&A, it's true. They gave lots of
their own life to the roles, and that's why the roles are authentic and impressive. You mentioned earlier that the show went on for about 12 years, I believe it was, which I'd assume that it was fairly popular. What can you say about that? Yeah, these shows exist everywhere, I can say, even in Germany. I mean, TV reality shows exist everywhere. But what I wanted to do was to show that the shared humanity and the things like forgiveness or justice, they are so sensitive and at the same time very relative things. You cannot judge, you know, you cannot sit in the place of a judge, you know, as the audience of a show and judge the misery of the other people. And that's why the critical point of view of the film is in this sense. If you would summarize your movie and the message of your movie, the statement in one sentence? I don't think that a film is made for a message. A film is, I see the film as a work of art, and there is no message in the work of art. There are readings, actually, and they are inspirations, and they are, questions that a film can raise in their audience, and I hope my film did this. All right, thank you very much. Die Premiere ist vorbei, wir sind vor dem Kino, haben gerade die letzten Interviews gefilmt. Kamil, wie fandst du den Film? Ich muss sagen, dass ich den Film wirklich unglaublich gut fand und immer noch finde, weil er mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat und so viele Konflikte angesprochen hat und Subthemen, aber dabei trotzdem eine klare Geschichte erzählt hat. Und vor allem diese Frage auch Auge um Auge oder ob man jemanden vergeben will, das fand ich super spannend inszeniert in dem Film. Und ja, ich würde sogar sagen, dass es der beste Film ist, den ich diese Woche gesehen habe. Nicht schlecht. Wie viele Bärchen gibst du dem Film? Ich würde dementsprechend dem Film auch 5 Bärchen geben, genau. Das ist eine Ansage. Ich gehe nicht ganz so radikal, weil ich glaube, ich noch ein bisschen brauche, um den Film zu verarbeiten. Ich kann mich da komplett dir anschließen, es war echt ein eindrucksvoller Film. Also falls ihr ihn schauen wollt, stellt euch auf einen Film an, der zum Nachdenken anregt. Ich würde ihm deswegen jetzt erstmal 4 Bärchen und so ein Babybärchen geben, aber der kann dann auch groß werden, vielleicht wären es auch noch 5. Ja, das war's von uns. Wir würden uns verabschieden. Geht ins Kino, bleibt cool, wir sehen uns bald. Tschüss!